Herzlich willkommen zurück zu Ridge Racer. Ich bin nur gespannt. Werde jetzt hier, glaube ich, nur noch den Part aufnehmen und dann schauen wir mal, wie das Ganze ankommt. Wir spielen gerade die Franzosen. Ist eine super geil detaillierte Strecke für die PS1. Das ist wirklich der Wahnsinn. Musik geht auch ab. Okay. Ja, genau, Franzosen spielen wir. In der Meinung, wir hatten davor die, vielleicht weiß das jemand, die schwierigsten Italiener gespielt in dem ersten Durchlauf Grand Prix. Weiß ja nicht, du kannst insgesamt 320 Fahrzeuge freischalten, das sei das Ziel. Ich habe da gar kein neues Fahrzeug bekommen, wieso stelle ich mich hier so komisch an? An Strecken haben wir wohl ja alles soweit gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Für Sondermodelle gehst du nochmal in so ein Zweierduell irgendwie. Hatten wir, glaube ich, ne, letzte Runde. Also mehr so ein bisschen arkadiger an das Spiel. Ich dachte eigentlich, du hast hier so einen richtigen Story-Modus. Aber es ist kein Gran Turismo, ne? Das wurde ja jetzt auch in den Kommentaren gesagt, bei Maniac damals in der Bewertung. Ah, einiger Bimbam. Schöne Karte, ey. Ruhe hinten. Na. Ja, okay. Hammer, hammer. Ah, freue ich mich auf Hot Pursuit 2. Ah, wo der Helikopter dann, ja, keine Ahnung, Explosionsfässer wirft mit Nagelstreifen bei 5 Sternen. Oh Gott, das wird geil. Aus dem Weg, ich bin Arzt. Vierter. 2 Runden noch. Ups, da, kurz aufs Handy geguckt. Ey, ich wusste nicht, ob dieses zur Seite fahren ganz so clever war. Was nicht. Mm-mm. Und komme. Hast du gehört, wie seine Reifen durchgedreht sind? Das ist, ne? Wenn du da sparst, echt sich. Bestimmt der Italiener. Sag euch das. Jetzt habe ich eigentlich ein Driftauto gewählt. Eigentlich fahren doch das Französische ein Driftauto, oder nicht? Aber es hat eigentlich ganz gute Straßenhaftung. Ja, hörst du auf. Ist das eine geile Grafik? Guck dir die Beleuchtung der Kuppel an. Ich gucke erst mal auf die Straße. Wie habe ich das hinbekommen? Ich weiß nicht. Das sollte ich öfter mal wiederholen. Okay, ein bisschen sliden. Guck dir mal diese Flüssigkeit an. Ich hatte gerade noch mal einen Maniac-Artikel reingeguckt. In der japanischen Version doch noch flüssiger. Also die PAL-Version hat kaum Abstriche, aber sie hat Abstriche in der Geschwindigkeit. Also es ist einer der schnellsten Spiele, die wir hatten als PAL-Version. Gab ein, zwei andere noch. Gab noch eins mit. Nein! Ich dachte, ich wäre durch. Ich krieg noch. Prost aus, ich muss gleich Erster werden. Ah, ist das ärgerlich. Komm, schaffen wir. Wir schaffen das jetzt. Keine Fehler mehr ab jetzt. Der war gut. Wird ein bisschen Herausforderung. Eigentlich kannst du da nicht Zwischenfighter fahren, das wäre so mies. Der letzte Anbumser war nicht gut. Au. Voll in die Ferse. Wie kam die Kurve jetzt? Ah, okay. So dumm. So dumm. So krieg ich dann den ersten nicht mehr. Ist noch Zeit? Ich weiß es nicht. Guck dir die Beleuchtung an. So, hier geht's dann links.
Da ist er, da ist er, da ist er. Ich krieg nur. Da ist er. Krieg nur. Kampen gleich. Das war einfach nur dieses Gucke, Kollege, ich bin da. Vergiss, nein! Nein! Was war denn das gerade? Keine Ahnung. Ich glaube, das reicht. Du meinst, muss manchmal bestraft werden. Aus dem Weg. Auch langweilig, wenn wir alles beim ersten Mal schaffen. Ich werde jetzt ab jetzt drei perfekte Runden sind. Ruhe. War ganz angenehm genommen, die Kurve. Ist eine schöne Strecke, die kann man ruhig zweimal fahren. Ich könnte es gar nicht richtig wertschätzen, welche Grafik das für die PS1 hier ist. Das war der vorherige Platz 2, oder? Also Platz 1 quasi. Da wird der links abbiegen, habe ich genau gesehen. Ich weiß noch nicht, wie ich die Kurve richtig nehmen soll, wenn ich ehrlich bin. Was mache ich denn gerade? Das ist super unrealistisch, das Fahrverhalten. Darauf musste ich erst mal einlassen, Mitte in der Kurve, ne, auf der Mittellinie, dann bremsen. Ich freue mich, wenn wir bei Motorstorm angekommen sind. Und irgendwann kommt dann auch chronologisch die PSP hinzu. Gibt's auch einen Motorstorm, ne? Das habe ich nie gespielt. Da spielen wir mal zu Geburtstagen, zu Weihnachten und so bei Oma und Opa. Aber Opas großer Rennspiel-Fan. Er hat so Spaß an Rocket League, ey. So lustig. Mitte 70. Und spielt immer auf einfach, ne? Und sagt, oh ja, da hau ich da 10 Tore immer rein. Ja, stell doch mal schwerer. Nö, so ist doch gut. Vollkommen okay. Ja, Hauptsache Spaß. Das war mal aufnehmen. Platz 3, Platz 2. Kleiner Lackschaden. Ich habe das Gefühl, wenn ich mich an der Linie hier orientiere. Okay, vielleicht nicht die ganze Zeit. Dann kann das was werden. Vogel. Ich hoffe, es überschreit sich gar nicht. Seitdem bin ich so nah am Mikro. So schön war ich aber auch noch nicht in der Kurve. Das ist Platz 1. Immer noch 2 Runden. Alter. Wenn mir das in der letzten Runde passiert, rast aus. Okay, das war okay. Aber ne, dann zieht er an dir vorbei. Nase juckt, was ungünstig ist. Unterschätzt. Aber hier mal nicht reingeballert, weil ich vorher schon die Geschwindigkeit rausgenommen habe. Ein interessantes Fahrgefühl. Ich habe jetzt L3, ne, also das auf den linken Stick drücken, neu belegt, also richtig belegt. Bei
Sonst hat er quasi den linken Stick damit deaktiviert, wenn ich hochgekommen bin. Super merkwürdig. Und dann haben wir das Super wieder. Warum gucke ich denn überhaupt weg? Damals gab es auch keine Blitzer, bei schwierigen Zeiten. Alter, jetzt habe ich nur auf 206 ist die Höchstgeschwindigkeit, oder was? 205? Langsam habe ich einen Dreh raus, ne? 207? 207 war, glaube ich, Höchstgeschwindigkeit. Er flattert damit. Schön. Schön. Zum letzten Part habe ich leider noch nicht die Kommentare. Was habe ich denn mit meinen Handbewegungen heute? Fahren Sie fort. So, mal sehen, was das sagt. Also die Texte sind halt wirklich super merkwürdig. Ja, eigentlich würde ich heiraten, aber das erzähle ich meinem Vater. Nur noch eine Runde, ja, okay. Ja. Auf gar keinen Fall. Nein. Mhm. Die letzte Runde, okay, dann haben wir es. Okay. 90 km/h schneller. Sense mich auch schon Meister. Ich habe keine Ahnung, es könnte auch sein, dass wir da vor die Runde dasselbe Auto hatten beim ersten Durchlauf. Die sehen alle gleich aus. Da habe ich ein Bild drin. Ja, haben wir den neuen Wagen. Was ich nicht verstehe, wenn du halt wirklich Textbausteine nimmst. Warum nicht zwei, drei unterschiedliche? Also es wäre jetzt, glaube ich, kostentechnisch nicht so schlimm und auch vom Aufwand nicht schlimm. Würde sich einfach ein bisschen echter anfühlen. So, mal sehen, welchen von oben sehe. Sagen wir haben dasselbe Auto einfach. Weil hier habe ich richtig... Bin ich richtig verzweifelt vor zwei Parts. Total. Bin ich dagegen gekommen oder was? Ja, ich würde sagen, anderes Fahrgefühl. Ja, ich glaube, ich hatte wirklich das schwerste vorher. Uppala, uppala. Ja. Große Klappe, Belohnung bekommen, ist okay. Wenn sie so mal auf der Straße fahren, rechts die langsamen, links die schnellen, das wäre schön. Alter, wie ich da immer reinrase. Kann man eigentlich hupen? Ey, sag doch mal. Sechs Runden, ne? Sechs Runden. Das heißt, ich habe noch Zeit, alles zu versauen. Das ist halt so ärgerlich, ne? Wenn du Runde 3 alles versuchst. Ich bin mal gespannt, ob du danach nochmal so ein Special Race hast. Vierter von 8 ist schon mal gut. Schon mal sehr gut. Meine Taktik war ja beim letzten Mal einfach nicht zu driften. Ja, der gerät hier auch gar nicht ins Driften. Also kaum, außer festgehende Wand. War ja nicht driftet. Sorry. Ey. Geht aber super schnell um. Und das hier Kurven nicht zu eng nehmen, ne? Nicht in Schleudern kommen.
Davon ist Platz 1. Ist das schön flüssig, ey. Ich jetzt wieder an Need for Speed denke. Need for Speed war eigentlich nie flüssig, ne? Aber ich gerade noch an Hot Pursuit 2 denke, PS2? Eigentlich auch nicht. Ich will einfach gerade ziehen können. Zwei Runden. Einfach nur halten. Das ist jetzt auf jeden Fall einfacher. Ja. Ich werde mal gucken, wie die Parts jetzt bei euch ankommen. Bei 320 Autos freizuspielen, könnte ein bisschen langweilig werden. Gut, vielleicht man könnte ja immer mal wieder ein Part reinschmeißen. Das wäre ja auch nicht verkehrt. Ich bin der Meinung, beim ersten Durchlauf, da kam ne, so ein Outro. Und dann kamen ja auch die Credits. Habe ich da ein Auto bekommen? Nicht, dass ich das mitbekommen hätte. Was sagt das Mikrofon? Ja. Hatte Angst, dass er ein bisschen übersteuert, aber ne. Anscheinend nicht. Letzte Runde. So. Wollen wir einen Deal machen? Wenn ich gewinne, werdet ihr alle, die jetzt zuschauen, also genau du, das Kanalmitglied. Wenn ich verliere, dann nicht. Jetzt musst du deine Wettschulden einlösen. Okay. Schönes Ding. Jetzt müssen wir mal gucken. Bräuchte mal einen, der wirklich sehr driftet. Das war eigentlich das Italienische, ne? Congrats. Ah ja, okay. Krieg ich jetzt was? Wir haben es geschafft, wir haben gewonnen. Großartig, ja. Nur dank dir. Sogar ein perfekter Sieg ohne eine einzige Disqualifikation. Ich bekomme fast Angst, dass das alles so gut geklappt hat. Ich werde sofort meinen Vater und Großvater anrufen. Die ganze Familie ist da mit drin. Nachher ist noch der Schwibschwager dann. Ach nein, zuerst muss ich mich doch bei dir bedanken. Ich denke, dass ich durch den Wettkampf etwas erwachsener geworden bin. Alter, ohne Scheiß, wer hat sich die Texte ausgedacht? Ich will auch mit meinem Vater vernünftig reden. Das ja, klar, ja. Damit ich weiterhin in... Warum? Weil ich jetzt weiß, wie toll so ein Rennen ist und weil ich in der Nähe unseres frechen, wunderbaren Fahrers bleiben will. Lass uns weiterhin zusammenarbeiten. Kannst du nicht ausdenken. Epilog. Mal sehen, ob es der gleiche ist wie beim ersten Durchspielen. Ja, siehst du, dass das in der Engine rendert, ne? Weil das da auf die Renderfeder bei der Strecke, weil es sehr hoch aufgelöst ist. Das ist ja damals wahrscheinlich auch. Ja. Kann ich überspringen? Okay, sehr gut. Alter, hätten sie so ein bisschen pompöser, wenn du so, also bringst so eine geile Grafik am Start und der Rest, der ist einfach, ey, guck mal, das sieht wieder geil aus. Halt die Texte und sonst was, super unkreativ. Was soll mir das sagen? Dass es geil aussieht, wenn teure Autos rückwärts eingeparkt werden. Ich drücke mal auf Start. Ein neuer. Ah, okay. Oh, toll, ich hab's weggedrückt. Oh. Das ist halt wirklich echt anders, ne? Hier, guck mal, in die Garage können wir mal gucken. Ich glaube, er lädt, ja. Okay. So, was 171, 187, 216. Italien, okay, was? Hier Name Frankreich, was? Ah, okay, ich habe Italienisch gespielt. Okay, hatte ich doch das Schwerste als erstes gewählt, na super.
Das sind jetzt hier Franzosen und Franzosen. Ja, aber ich hatte bei... Ah, okay, ich hatte Italienische und Franzosen. Das heißt, ich habe die schwierigste Schwierigkeit und dann Franzosen. Ja, das ist ja auch sinnig. Na gut. So, das heißt, wir gehen hier. Können wir mal den nächsten anwählen. Zumindest mal irgendwie die ersten ein, zwei Rennen. Herzlich willkommen. Schön. Am geilsten Last bei, wie hieß denn das? Und so ein. Oh ja, eigentlich als Trash-Game bekannt, wo dann der Titel auch so vorgelesen wurde. Komm, machen wir weiter. Mir fällt es gerade nicht ein. Ein bisschen Comic-Grafik, ne? Wie sie gesagt haben, wahrscheinlich das schlechteste Intro aller Zeiten. Ne? Ich fand, also war super geil und ist auch ikonisch. Mir fällt es gerade nicht ein. So, warte mal, Japan? Franzosen, USA. Da steht Expert. Ich hatte, genau, die hatte ich als erstes. Oben rechts steht's Tuning Hard. So, wir hatten jetzt easy. Dann würde ich mal hier auf normal gehen. Japan. Und würde bei Autos auch Japan auswählen. I. Aha. Deswegen ist auch klar, dass das selber erzählt wird. Ja, ihr könnt mal eigentlich mal durchlesen. Wählen Sie bitte Ihren Vertragspartner aus. So, und dann nicht Italien, sondern wir nehmen jetzt die Japaner, die Group. Okay, interessant. Interessant. Kann ich hier umher wechseln? Nö. Automatisch. Passt. Wie du es wolltest, wird Terrazzi aus meinem Heimatstaat uns die Wagen liefern. Deren Autos lassen sich durch eine geschickte Pedalsteuerung in der Kurve leicht lenken. Wenn du nicht sofort rausfliegen willst, musst du dich schnell an den Wagen gewöhnen. Es ist soweit, ab zur ersten Qualifikation. Ja, zählt schon sinnvoller aus. Franzosen waren ja sehr familienbedacht. Prinzipiell gut, aber war auch sehr nervig. Diese waren halt irgendwie so vom pubertierenden 14-Jährigen geschrieben, würde ich sagen. Zumindest da jetzt. Das klang ja hier normal. Muss ich das Start? Das sieht geil aus. Was haben wir gewählt? Japan. Japan steht auch noch dieses oder nächstes Jahr an. Hat mein Bruder zum 18. Geburtstag bekommen und jetzt ist er, warte, 22. Ja, kam halt Corona und alles, ne? Und das hieß, er darf mich mitnehmen. Was habe ich denn zum 18. Geburtstag bekommen? Also Geldgeschenke haben wir eigentlich nie, also so. Sagen wir jetzt so mal, ja, so richtig teures Geschenk bekommen. Bin schon im, kannst eigentlich sagen, guten Mittelstand aufgewachsen. Obwohl es bei uns jetzt nie irgendwie so Luxusgüter gab. Aber wie beschreibt man das am besten? Jetzt sind irgendwie Geldgeschenke normal geworden. Zum Geburtstag, zu Weihnachten, was ich nicht mal so als nötig erachte. Beschweren tut man sich auch nicht, aber muss eigentlich nicht sein. Ich tue mich gerade schwer mit dem Wagen. Aber sonst, also ich habe eigentlich immer alles selber bezahlt. Außer mein erstes Auto, den Audi A4, ne, B5. Hatte mein Vater für 500 Euro vom Kollegen gekauft. Den habe ich bezahlt bekommen. Und Großeltern hatten den Führerschein bezahlt.
1500. Und ich habe selber, glaube ich, noch mal 1500 rein. Weil die Fahrschule kann ich absolut nicht empfehlen. Ich habe bestanden am Ende mit null Fehlern, aber er wollte mich nie zur Prüfung schicken. Damals habe ich natürlich auch nichts gesagt, was dumm ist. Aber vielleicht auch mit einem Anstoß zur Änderung der Selbstwahrnehmung und so geführt hat. Es gibt immer genügend Wichser, die denken, dass sie machen können, was sie wollen. Wenn du gutgläubig bist oder dich nicht laut genug beschwerst. So ist das eben. Und diese Lektion muss man lernen. Im besten Fall lernt man es auch. Ah, Mist, letzte Runde. Ja, zweiter ist okay. Ist okay, kann man mitnehmen. Ich bin mal gespannt. Also ich würde weitermachen, aber ich schaue einfach mal, was ihr sagt. Bock hätte ich definitiv. Was macht das Spiel? Aber irgendwie ist das auch immer selbig, ne? Zweiter Platz beim ersten Versuch. Erzählst deinem Vater. Siehst du, das ist. Vielen Dank für dieses positive Gefühl. Ich fühle mich nicht ausgenutzt. Wie es weitergeht, erfahrt ihr eventuell in 3 Tagen. Gern mal irgendwie Feedback geben. Schönen Abend euch noch und vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.